Ein runder Geburtstag ist zumeist mit einer großen Feier verbunden. Erst recht, wenn mehrere Jubiläen zusammenfallen. So geschehen bei der Firma Elektrotechnik Schilchecker in Eben. Da gab es gleich mehrere Anlässe zu feiern. Einer davon war das 40-jährige Bestehen der Firma. Kunden, Geschäftspartner und Freunde fanden sich ein, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Im Zentrum des Pongauer Ortes Eben liegt die Firma Elektrotechnik Schilchecker. Sie ist kompetenter Partner, wenn es um Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräte geht. Durch fachliche Beratung und zahlreiche Jubiläumsangebote sind Kunden in den besten Händen. Doch Schilchecker ist mehr. Seit bereits 40 Jahren ist das Unternehmen auch als Arbeitgeber von großer Bedeutung. Die Firma Kurt Schilchecker Elektrotechnik wurde von meinem Vater und von meiner Mutter Helene 1972 gegründet und hat eigentlich einen stetigen Aufschwung gehabt und ist ständig gewachsen. Zurzeit beschäftigen wir ca. 96 Mitarbeiter, davon sind 23 Lehrlinge und 12 Meister. Bei uns, kann man sagen, zählt noch Karriere mit Lehre. Wir haben seit 1972 über 200 Lehrlinge ausgebildet. Davon haben über 50 die Meisterprüfung abgelegt. Die Qualität der Arbeit und langjährige erfahrene Mitarbeiter machen die Firma Schilchecker zu einem wichtigen Partner für Großprojekte. Das Größte ist sicher mal der Airport in Salzburg, der uns seit 25 Jahren sein Vertrauen schenkt. Die Sony in Anif machen wir seit über 20 Jahren fast. Wir durften den Red Bull Hangar 7, den Hangar 8 von den Flying Bulls realisieren. Weiters haben wir die Papas Konzernzentrale in Salzburg elektrifizieren dürfen. Und ein großes Standbein für uns sind die ganzen Bergbahnen in unserer Region. Angefangen von den Bergbahnen Flachau, den Bergbahnen Wagrain, wo wir gerade die neue Pendelbahn, die was überall schon bekannt ist, realisieren. Und so könnte man die Liste noch beliebig fortsetzen. Über das Fußballstadion in Valz, das Unfallkrankenhaus bis hin zu den Salzburger Landeskliniken zählen noch viele weitere Großunternehmen zum Kundenkreis von Schilchecker. Und zahlreiche Repräsentanten von ihnen kamen, um mit dem Jubilar mitzufeiern. Ein großes Zelt wurde errichtet und Kurt Junior und Senior mit ihren Frauen begrüßten persönlich die nicht enden wollende Schlange von Gratulanten. Und fürs leibliche Wohl war für die über 600 Besucher bestens gesorgt. In einer Diashow wurde die Entstehungsgeschichte der Firma Schilchecker präsentiert und langjährige Mitarbeiter, deren das Unternehmen sehr viele hat und das für seine Qualität spricht, wurden geehrt. So wie es heute ausschaut und so wie wir in dem Team arbeiten und es macht mir so Spaß, wird es sicher der Fall sein, dass ich bei der Firma Schilchecker in Pension gehe. Doch neben dem Firmenjubiläum gab es noch weitere Gründe zu feiern, nämlich den 65. Geburtstag des Seniorchefs und dessen 40. Hochzeitstag mit seiner Frau Helene. Natürlich hat die Firma für den Ort eben eine große Bedeutung. Kurt Junior führt ja bereits seit einiger Zeit das Unternehmen und er genießt dasselbe Vertrauen wie sein Vater. Auf alle Fälle ist der Kurt Junior ein sehr, sehr würdiger Nachfolger. Er ist mehr oder weniger in die Stapfen seines Vaters gestiegen, die sehr, sehr groß sind. Aber der Kurt macht es souverän, der Kurt macht es in seiner Art etwas anders vielleicht, wie es der Senior gemacht hat, aber sicher zu 100% genauso gut. Und ich bin überzeugt, die Firma Elektro-Kurt Schilchecker wird es in der dritten Generation geben. Und man kann nur gratulieren zu diesem tollen Betrieb, zu dieser tollen Leistung, die was Elektro-Kurt Schilchecker die letzten 40 Jahre in Eben geleistet hat. Betriebe wie Elektrotechnik Schilchecker sind Garanten für eine gesunde, erfolgreiche Wirtschaft eines Landes. Und so wünschen auch wir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.